So, zurück beim Audi Star Talk mit Hüb Stevens und Rudi Assauer. Und es ist doch klar, wenn wir die beiden da haben, kommen wir natürlich an einem Thema nicht vorbei. Wir erinnern uns, der 19. Mai 2001. Rudi Assauer reißt die Faust nach oben in einem der dramatischsten, aber am Ende für Schalke auch grausamsten Saisonfinals. Riesenjubel bei den Schalkern, weil sie gedacht haben, wir sind deutscher Meister. Die Fans strömen den Platz, damals noch im Parkstadion. Alle liegen sich in den Armen. Endlich haben wir es geschafft, die Schale ist da. Und dann der bange Blick hoch auf die Anzeigentafel. Patrick Andersen, ein paar hundert Kilometer entfernt in Hamburg, schießt in der 94. Minute das 1:1 für die Bayern. Der Titel geht dann doch wieder nach München. Und den Schalker Fans und ihren Verantwortlichen bleiben leider nur bittere Tränen. Momente, die keiner, der sie jemals miterlebt hat, vergessen wird. Und Bilder und Momente, die unseren beiden Gästen sicherlich sich auch tief ins Herz gebrannt haben. Wenn ich sie jetzt so sehe, Hüb. Das, ja, natürlich, das ist doch klar, wenn man so nah dran ist und man schafft es dann wieder nicht, ja, dann tut das weh, das ist klar. Aber ich weiß noch gut, dass ich es auch nicht geglaubt habe, wie da untergesagt wurde von ihr seid Meister. Ich bin die Rolltreppe hochgegangen und ich war in der Kabine, wie das Tor in Hamburg gefallen ist. Ach du Lieber, dann haben Sie das sozusagen miterlebt. Andi Möller hat mir mal erzählt, da wären viele in der Kabine geradezu zusammengebrochen. Ja gut, das Entscheidende war ja, dass, wie hieß der nochmal, der immer... Sagen wir ein Kollege. Ein Kollege. Ein Kollege. Wollen wir den Namen nicht nennen. Ein Kollege hatte, glaube ich, zu Ihnen gesagt, ein das Kollege, ist aus. Der stand die letzten Minuten immer neben mir mit dem Mikrofon und wie auch immer und sagt, okay, es wird noch gespielt, Assi, es wird noch gespielt. Ich sage, okay, aber es muss doch gleich jetzt vorbei sein. Und es wird noch. So. Und dann einmal sagt er, Spiel ist aus, ihr seid deutscher Meister. Ich renne hoch zu den Jungs und will sie alle gratulieren, dann hängen die da und sind am Heulen. Das ist passiert, der hat mir das erzählt und ich sage, okay, wir sind deutscher Meister. War aber nicht. Hat einen Fehler gemacht, den hat er immer noch äußerst bedauert. Noch mal. Ja, klar. Und oben, aber oben in der Kabine, es war eine Trauer, es war unglaublich. Die haben das auch mitgekriegt, wir sind da hochgelaufen auf der Treppe nach oben in die Kabine. Und die auch in dem Glauben, wir sind deutscher Meister. Und dann kommst du da rein, dann sind noch die letzten 3 Minuten oder die letzten 3 Sekunden werden noch gespielt und dann siehst du das Tor da. Das war wirklich unglaublich. Normalerweise musst du dich aufhängen. Entschuldigung, das sagt man mal so. Nee, haben Sie dann ja Gott sei Dank beide nicht getan, aber Sie haben sich mit einer Flasche Weißwein weggeschlossen, ne? Stimmt das? Ja, später, ja. Später. Nein, erst die wurde mal, dann auch leer. Erstmal musste ich versuchen, doch die Jungs zu beruhigen. Ja, weil eine Woche später spielten wir das Endspiel für den DFB-Pokal. Und ich habe die Jungs erstmal gratuliert. Ja, wir waren direkt qualifiziert für die Champions League. Das war auch eine super Geschichte für Schalke. Ja, natürlich hatten wir lieber Meister geworden, das ist doch klar. Aber nachhinein sage ich, jedem bleibt reden darüber, dass wir der Meister der Herzen waren. Ja? Und von daher bleibt das auch eine Geschichte. Ich meine, ich glaube, wen es neben den Spielern mit am meisten getroffen hat, sind sicherlich auch die Fans. Sie sind ja sehr lange dann auf Schalke insgesamt gewesen. Ich glaube auch, sie sind Königsblauer einfach mittlerweile auch tief im Herzen. War es das, was Ihnen vielleicht auch am leidesten getan hat, sozusagen? Trauer der Fans? Ja gut, wir wissen ja, die Fans auf Schalke und zum damaligen Zeitpunkt, die waren, das war unglaublich, was sie alles veranstaltet haben, was sie gemacht haben und wie auch immer. So, und die haben auch wirklich geheult. Es war ja am Ende so, dass das über den Zaun geklettert worden ist. So, und wenn du dann die Gesichter gesehen hast, oben von der Tribüne, verheulte junge Leute, die da geschluchzt haben, auf den Platz sich hingeschmissen haben, haben die Welt nicht mehr verstanden. Normalerweise musst du dann sagen, okay, komm, Fußballspiel, ade, machen wir nicht mehr weiter. Wobei ich immer noch sage, das halte ich immer noch fest an Herrn Merck, warum? Der Schiedsrichter, der den indirekten Freischuss in Hamburg gegeben hat. Was hat er dafür einen Freischuss gegeben? Völlig unberechtigt, war eine Katastrophe. So, ne, das war heute. Und er hat einen kontrollierten Rückpass, den der Torwart ja, nicht aufgenommen das hat. Das war ein Ufa Lischi, macht ein gestrecktes Bein, kriegt ihn vorne an der Spitze. Unser Schobi in der Kiste, unser Alter beim HSV, anstatt
den Ball einfach weg in die Zuschauerränge zu schlagen, nimmt er den Ball in die Hand. Aber es war kein absichtliches Rückspiel und der Schiedsrichter pfeift. Das hat der Wack hat das nie mehr verkraftet. Ich habe mit ihm tausendmal gesprochen. Assi, bitte lass mich zufrieden, wir reden darüber nicht mehr. Weil ich gesagt habe, ey Alter, hast du einen Riesenfehler gemacht. Naja, klar. Moment. Wer redet da schon noch gern drüber? Es gibt natürlich da auch in dem Zusammenhang noch eine ganz legendäre Szene, die wollte ich mir jetzt gerne auch noch mal schnell mit Ihnen angucken. Nämlich, Sie waren auf dem Balkon Ihres Büros. Unten stehen, ich denke mal, ein paar hundert der treuesten Schalke-Fans. Und dann eine Rede, wo du wirklich merkst, sie kommt mitten aus der Fußballseele. Es gibt gewisse Dinge im Fußball, sie sind nicht beeinflussbar. So, wir haben alles dafür getan, um deutscher Meister zu werden. Wir sind Gott sei Dank ein toller Zweiter Vizemeister geworden. Wisst ihr was? Wir sind stolz auf euch. Und ihr, jetzt kommt es. Ihr könnt stolz auf die Mannschaft sein. Hey. Und jetzt lasst uns feiern. Wenn Sie das heute so sehen, Sie mussten gerade so herzlich lachen. Wenn ich nicht so alt wäre, würde ich mich ein wenig schämen. Ach Quatsch. Nein, das war einige Stunden nach dem Spiel, waren noch einige Fans, die wollten doch noch etwas hören. Und ja, er hat sich da gestellt, hat doch, glaube ich, einige Gläschen Wein getrunken, denke ich. Ich weiß es nicht, aber ich glaube es. Aber du ja nicht. Nein, aber das haben wir auch getan. Ja, wir haben das als Gruppen auch getan. Wir haben auch die Spieler 2 Tage freigegeben. Ja. Ja? Weil nächste Woche mussten wir noch der Pokal-Endspiel spielen. Und von daher war es noch nicht zu Ende. Ja, und das war auch ganz schwierig, um die Spieler wieder hinzukriegen, um das Spiel zu spielen da in Berlin. Ja. Aber wir haben das, letztendlich haben wir das glücklicherweise geschafft. Und Sie haben ja dann sogar 2-mal hintereinander den DFB-Pokal gewonnen. Und dann haben Sie sich entschieden, den Verein Schalke 04 zu verlassen. 2002 haben Sie gesagt, ich gehe jetzt zu Hertha BSC Berlin, oder? Nein, das stimmt nicht. Ich habe im Winter haben Sie es schon bekannt gegeben. Ich glaube, im Oktober, November habe ich es schon bekannt gegeben an Rudi. Ja, und da habe ich gesagt, ich denke, dass es besser ist, dass wir auseinandergehen. Ich fand, die Spieler waren daran zu, um eine andere Stimme, ein anderes Gesicht zu hören. Und er war nicht einverstanden. Und ich habe dann auch keinen Verein gehabt, erstmal. Und dann, glaube ich, in der Winterpause, dann hat sich Dieter Rönes hat sich gemeldet. Und ja, dann habe ich auch die Gespräche bin ich angegangen mit Hertha. Aber es war auch eigentlich Ende Oktober, glaube ich, war es, dass ich auf Büro bei Rudi gesagt habe, es ist besser, um auseinanderzugehen. Stimmt es, dass Sie, als Sie dann von ihm Abschied nehmen mussten, es wird gerne erzählt, geweint haben wie ein Schlosshund? Ja. Ja? Es ist dann doch in den 6 Jahren, es gibt ja auch diesen Satz von Ihnen, wo Sie sagen, was ich heute bin, was ich heute geworden bin, hat sehr viel auch mit Rudi Assauer zu tun. Ja, finde ich schon. Ich finde, Rudi hat ein großes Risiko genommen, um einen Nobody aus den Niederlanden zu holen. Und ich bin ihm noch immer dankbar, dass er das damals getan hat, weil durch die Zusammenarbeit auf Schalke bin ich der Trainer geworden, der ich jetzt bin. Wenn Sie sagen im Nachhinein, die Zeit mit ihm, das war fußballerisch betrachtet, die schönste Zeit, die 6 Jahre mit ihm? Mit weitem Abstand die beste Zeit, die wir je hatten auf Schalke 04. Nicht nur die einzelnen Personen, sondern auch die ganze Truppe und der ganze Verein. Es gab keine bessere Zeit danach. Ja, Huub Stevens hat es schon angesprochen. Er ist dann gegangen Richtung Hertha BSC Berlin. Und im Mai 2006 endet dann auch die Zeit von Rudi Assauer auf Schalke. Mit einem unfreiwilligen Rücktritt. Enrico Wolski über das Ende einer wirklichen Ära. Sie haben mal den schönen Satz gesagt, Rudi, entweder schaffe ich Schalke oder Schalke schafft mich.
Hat Schalke sie geschafft am Ende? Im Grunde genommen ist es 50-50 ausgegangen. Die erste Zeit habe ich sie geschafft und die zweite Zeit haben sie mich geschafft. Ich meine, da war jetzt relativ wenig drin über die wahren Gründe, warum es wirklich zur Trennung gekommen ist. Ja, warum es zur Trennung gekommen ist, warum es dann am Ende dazu gekommen ist. Sie sind zwar zurückgetreten, aber Ihrem Rücktritt ja quasi zuvor gekommen, so wie der Kollege das gerade auch in dem Beitrag geschildert hat. Noch einmal, das war also insofern relativ einfach, weil ich nicht mehr mit den anderen, die oben auch im Präsidium waren, also der gleichen Meinung war, die Sie hatten. Sie wollten eine neue Philosophie für diesen Verein erarbeiten. Und das habe ich nicht mitgemacht. Okay, das trage ich auch nicht mit, weil das ist Blödsinn und dumm. Weil die Philosophie des Vereins, die haben wir hier durch uns, durch die Bevölkerung, durch die Zuschauer, wie wir Fußball spielen, das ist das, was wichtig ist. Und nicht, was die Herren da zusammengebracht haben, irgendwo neue Ideen zu entwickeln. Für was denn? So, und wir waren damals, das kann ich in aller Deutlichkeit sagen, wir waren sehr gesund zu dem Zeitpunkt. Wir haben also schlechte Zeiten erlebt, also die ich erlebt habe, die waren nicht so schön. Da haben wir also um jede Mark haben wir da gekämpft und gemacht, getan. Und dann waren wir so weit, dass wir also da ein bisschen lockerer sein konnten. Und dann versuchten die Herren dann, mich davon zu überzeugen, dass das noch in dieser Form nicht mehr ginge. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn das so ist, dann war ich okay, auf Wiedersehen und die Zeiten sind vorbei. Weil ich kann es nicht zulassen. Sieht man auch heute. Bis heute ist das ja durchgedrungen. Es hat ja nichts Neues mehr gegeben. Seitdem ich weg bin, ist das Schiff immer mehr nach unten gesunken. Ist so. Ob das jetzt allein an mir gelegen hat oder wie auch immer. Aber sie sind nicht mehr in die Pötte reingekommen. Sie meinen jetzt auch die finanzielle Situation auf Schalke? Nicht nur die finanzielle, sondern auch die sportliche Situation. War die gleiche. Auch da wieder sind sie abgeschmiert. So, und es war am Ende ja so, dass dann also letztendlich das Geld auch ein bisschen, ja, es wurde ein bisschen eng. So, und da habe ich gesagt, ich mache das nicht mehr mit. Entweder wir gehen diesen Weg, den mache ich mit, aber nicht den anderen. Und dann kam am anderen Morgen früh um 6 Uhr der Rechtsanwalt sowieso und hat gesagt, Rudi, tut mir furchtbar leid. So, man hat dich, ich sage, so, war doch völlig normal, dass das so kommt. Aber weil ich konnte es nicht mit ansehen oder normalerweise ich konnte es nicht mit unterstützen, weil ich genau wusste, dass das der falsche Weg ist. Und das siehst du heute. Diese Mannschaft, Schalke 04, hat keine Klasse mehr. Und sie wird auch nicht mehr so aufgenommen vom Publikum, weil sie merken das. Sie haben sehr viele Leute da drin, mittlerweile auch Nachwuchsspieler, aber auch sehr viele Leute aus dem Ausland geholt, die nicht passen zu Schalke 04. Sie haben das Format nicht und die Klasse nicht. Und wenn du die nicht hast, und Schalke hat in den letzten Jahren davor immer unter den ersten 3, 4 waren wir immer. So, und jetzt schmieren sie ab und sie werden auch jetzt noch, in den nächsten Wochen und Monaten, werden sie eine harte Zeit erleben, weil sie kommen da oben nicht mehr hin so schnell. Mit dem, was sie jetzt haben als Material, auch wenn Felix Magath da ist, der kann aus den jungen Burschen und aus den Älteren, kann er nichts mehr rausholen. Die sind schon ausgelaugt genug. Das heißt also, für Schalke 04 muss was Neues begonnen werden, weil sie werden mit Ende der Saison, werden sie es nicht schaffen, unter den ersten 5 zu sein. Sie werden einlaufen so 6, 7, 8. Weil sie die Klasse nicht haben und weil es auch bitter ist für die jungen Leute, die jetzt da reingekommen sind. So, nicht? Die haben ja dann ein schweres Amt zu tragen. So, aber sie können es nicht, weil sie auch die finanziellen Bedingungen nicht mehr einhalten können. Das Geld ist nicht mehr vorhanden, um Geld schießt Tore zu kaufen. Wie ernst ist denn die finanzielle Situation bei Schalke? Du, ich weiß es wirklich nicht. Auf jeden Fall ist es ziemlich ernst, weil viele, ja, kleinere Unternehmungen und wie auch immer, die jahrzehntelang mit Schalke 04 zusammengearbeitet haben, haben nicht mehr regelmäßig ihre Gelder bekommen. Spieler haben nicht mehr ihre Gelder bekommen. Es ist also im Moment ist es also nicht so. Ich hoffe nur, das wünsche ich dem Felix wirklich, dass der da wieder da mal einen Schritt rein tut und sagt, okay, das machen wir nicht, wir machen es anders, wir müssen da hinkommen, wie auch immer. Sie haben eine schwere Zeit vor sich. Und das tut mir unheimlich leid, weil die Bevölkerung und die Fans von Schalke 04 einfach das nicht verdient haben. Und das ist im Moment jetzt ein Verdienst, im Negativen, von der Spitze, die da lange Zeit gearbeitet hat und die also nichts auf die Beine gebracht haben. Das ist mein Fazit und sie kommen aus der Nummer auch nicht raus. Moment, habe ich das jetzt zwischen den Zeilen richtig verstanden, dass Schalke im Moment ein Liquiditätsproblem hat, dass die Gehälter nicht bezahlt werden? Schalke hat ein großes Liquiditätsproblem.
Das heißt, es werden im Moment Gehälter nicht pünktlich bezahlt, Lieferanten nicht? Nochmal, manchmal kommen die Gehälter 3 oder 4 Wochen später, irgendwann mal, wie auch immer. Aber das ist ja nicht so entscheidend. Mir geht es ja einfach nur darum, daran erkennt man schon, so, was machen Sie, was haben Sie gemacht letztendlich? So, zu meiner Zeit wurden die Gehälter immer pünktlich bezahlt. So, wenn wir da mal Namen nennen, Sie meinen dann ganz klar die Mannschaft um Clemens Tönnies, denn der ist ja der starke Mann. Ja, alles, was sich da jetzt aufgebaut hat, die sind dafür verantwortlich, was jetzt passiert. Und ich sage Ihnen ganz deutlich nochmal, es wird das passieren, Sie werden abrutschen. Sie kommen im Moment nicht da oben dran. Das heißt, es gehen wieder große Beträge, die wir in den Jahren zuvor hatten, Champions League, UEFA-Pokal, wie auch immer. Diese Gelder kommen nicht mehr ein. Die fehlen dem Verein. Mit denen haben Sie gerechnet. Und das sind riesige Summen. Haben Sie die Sorge, dass Schalke am Ende sogar um die Lizenz fürchten muss, oder? Das weiß ich nicht. So gut kenne ich den Haushalt im Moment nicht. Aber es ist so, dass viele daran arbeiten, wie sie also jetzt diese Geschichte noch überwinden können. Wie sie also hier einigermaßen gut aus der Geschichte rauskommen, um wieder neu zu starten. Das, was schwierig genug sein wird. Da musst du auch jetzt, wie gesagt, du musst noch Material haben. Wenn du nur junge Leute da, die gerade aus der A-Jugend rauskommen, auf dem grünen Rasen schickst und spielst da in der ersten Liga gegen Top-Mannschaften, dann ist es völlig klar, dass da keine Chance besteht, so ein Spiel oder mehrere Spiele zu gewinnen. Das ist nicht der Fall. Aber Rudi, der Felix Magath ist auch nicht blöd. Ich meine, der kommt als Trainer des deutschen Meisters, ja, kommt der Schalke, der muss sich doch was überlegt haben. Ja, er hat es ja gewusst. Ja, warum macht das dann? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Er hat ja mit Clemens Tönnies alles abgestimmt und er hat jetzt das alleinige Sagen. Er bestimmt über alles, was schon recht fraglich ist und fragwürdig für mich ist. Du kannst im Grunde genommen nicht 4 oder 5 Personaldinge auf einmal schaffen als einzelner Mann. Das ist schwierig. Das ist ganz schwierig. Dann läufst du anderen Dingen wieder nach, die du dann hängen lässt. Du kannst nicht. Der Tag hat nur 24 Stunden. Und du kannst nicht 48 Stunden arbeiten. Das geht nicht. Wie sehen Sie das Modell, Magath? Hüb. Na gut, wie ich das sehe, er war erfolgreich bei Wolfsburg. Und da hat er es auch geschafft. Ich hoffe, dass Felix es schafft mit Schalke. Weil wenn man so viele Jahre gearbeitet hat, dann schließt so ein Verein in dein Herz. Das ist doch klar. Und ich hoffe immer, dass Schalke mitmischt für die Meisterschaft. Sie haben auch die Qualität, denke ich. Ja, aber auf lange Sicht, wenn ich dann höre, dass sie finanzielle Probleme haben, dann mache ich mir auch Sorgen, das ist doch klar. Ist es denn für Sie grundsätzlich überhaupt noch denkbar, dass Sie mit Clemens Tönnies sich nochmal an den Tisch setzen, dass Sie sich versöhnen, dass Sie sozusagen... Keine Chance. Er hat es nicht verdient, dass ich mich versöhne mit ihm. Clemens Tönnies hat es nicht verdient. Warum nicht? Weil er es nicht verdient hat, weil er mit mir ein ganz mieses Spiel getrieben hat. Ganz einfach. Sie sollen gucken, dass sie klarkommen und dass sie Erfolg haben. Für Schalke ist es ganz wichtig in den nächsten Jahren, dass sie wieder nach oben dran kommen. Ich drücke denen den Daumen, ich gehe auch nicht mehr zum Platz und auf Wiedersehen. Das war eine schöne Zeit, vorbei. Entschuldigen Sie, da muss ich aber jetzt doch nochmal nachfragen. Was meinen Sie mit miesem Spiel? Weil es im Grunde, noch einmal, die Philosophie des Vereins sollte verändert werden und ist verändert worden. Das Resultat aber... Jetzt kommt erstmal Felix, aber bis dahin, das Resultat dessen, was sie vorhatten, war eine einzigartige Katastrophe. Sie sind abgeschmiert. So, und keiner geht dahin und sagt mal, Jungs, was habt ihr eigentlich hier gemacht? Traut sich keiner. Ja, und jetzt ist es sogar so, die Geschichte ist ja vor kurzem bekannt geworden, dass man ihnen die Ehrenkarten gestrichen hat und die Parkplatzberechtigung. Und dazu wollte sich ihr langjähriger journalistischer Wegbegleiter Benno Weber nochmal schnell äußern. Den hören wir nochmal dazu. Fakt ist, dass es ohne Rudi Assauer diese Arena nicht gegeben hätte. Und deswegen finde ich es einfach wirklich verteufelt, bei aller Kritik, die der Rudi in letzter Zeit auch an dem Verein, an den Verantwortlichen geübt hat. Das muss ein Verein bei einem so verdienstvollen Mann aushalten, dass man ihm da Karten entzogen hat, den Parkplatz weggenommen hat. Also ganz ehrlich, das finde ich hochgradig kleinkariert. Das nehme ich den Verantwortlichen auch relativ übel. Wie finden Sie diese Sache? Ich habe die Sachen habe ich auch für einige Wochen habe ich die gehört. Und ich glaube, anderthalb Woche her ist es gewesen, dass ich es gehört habe, dass
ja, das getan wurde, ist, ja, ich finde das kein Stil. Ich finde das, ja, ich verstehe es auch nicht. Ich weiß nicht, woran er das verdient hat. So geht man nicht mit Leuten um, finde ich. Aber was ich dabei denke, ich weiß es nicht. Ist das auch ein Stück weit das, was Sie meinen mit miesem Spiel? Sie sollen ja gesagt haben, ich gehe da gar nicht mehr hin. Ist es denn für Sie denkbar, mit Schalke dauerhaft zu brechen? Man kann sich das ja eigentlich gar nicht vorstellen. Also zumindest werde ich da also in der nächsten Zeit, weil die handelnden Personen sind ja noch da, werde ich nicht mehr zum Platz gehen. Ich gebe alles auf dort und es gibt ja auch noch Sky, es gibt auch noch Fernsehen mittlerweile, Gott sei Dank. Liga Total auch. Also, bitte? Liga Total auch. Liga Total auch, ja, gut, Entschuldigung. So, aber nee, mit denen nochmal sich an einen Tisch zu setzen, wird nichts bringen und das wollen die sicherlich auch nicht. Wenn sie es denn wollen würden. Nee, die wollen es aber nicht. Das wird schwierig dann für sie. Das heißt, das Tischtuch zwischen Rudi Assauer und Schalke 04 ist im Moment jedenfalls, solange die handelnden Personen da sind. Der Name des Vereins ist Schalke 04, okay. Die Fans, und das ist alles in Ordnung. Aber da oben, was die Köpferten getan haben oder gemacht haben in den letzten 2,5 Jahren, das sollen sie sich mal hinterfragen und sollen sie mal gucken, da müssen die von ganz alleine den Hut nehmen und den Stuhl hinstellen und sagen, okay, wir haben es nicht geschafft, auf Wiedersehen. Und dann kann ein Felix Magath kommen. Okay, in Ordnung. Na gut, ich meine, das ist natürlich jetzt die Strategie, mit der man es versucht, dass man sich sozusagen Felix Magath holt, der ja bekannt dafür ist, dass er Mannschaften auch nach oben führen kann. Insofern könnte man ja auch von der anderen Seite sagen, es ist eine sehr kluge strategische Entscheidung, weil man mit Felix Magath einen absoluten Topmann für Schalke 04 gewonnen hat. Das war ja nicht der Weg, den Sie einschlagen wollten vor drei, vier Jahren. Den Weg wollten Sie ja nicht einschlagen. Per Zufall haben Sie es gemacht. Und wenn noch einmal, jetzt gehen Sie mal zurück in den letzten Wochen und Monaten, bevor die Geschichte klar war mit Felix, was da alles in den Zeitungen geschrieben, wie Schalke sich entblößt hat, was sie für eine Figur abgegeben hat, dieser Verein, der einfach klasse ist und der einfach dahin gehört ins Ruhrgebiet, wie der dann kaputt gemacht worden ist durch die Medien, eine Katastrophe. Und das haben die zu verantworten, die dort an der Spitze stehen und kein anderer. Ja, aber dann wird es doch auch ein Stück weit eine persönliche Sache, weil Schalke ist ja ihr Lebenswerk. Und wenn ich Sie jetzt richtig höre, dann ist die Konsequenz eigentlich, dass die handelnden Personen auf Schalke ihr Lebenswerk zerstören. Mein Lebenswerk zerstören, das kann keiner zerstören, absolut nicht, schafft keiner. Aber Sie haben ja Schalke, das haben ja alle auch in dem Beitrag vorhin gesagt, Sie haben ja Schalke... Ja gut, ich habe sicherlich ein bisschen dazu beigetragen, dass es dem Verein besser geht und dass wir das Stadion da hingekriegt haben, alles in Ordnung. Aber letztendlich, das, was da jetzt gelaufen ist, das ist stillos, das sage ich mal, hätte ich nie, wenn es umgekehrt jetzt gewesen wäre, ich hätte jemanden vor der Tür setzen müssen. Nicht in dieser Art und Weise, auf keinen Fall. Für Sie denkbar, Hüb, dass Sie noch mal versuchen zu vermitteln? Sie haben ja auch noch ganz gute Trainer nach Schalke, oder glauben Sie, der Zug ist da echt abgefahren? Ja gut, ich habe andere Sorgen, erstmal. Ja, lass das deutlich sein. Verstehe. Nein, die verantwortlichen Leute haben sich da etwas bei gedacht, ich weiß es nicht. Aber ich finde, das gehört eigentlich so nicht. Das kann auch auf eine andere Art und Weise, denke ich. Aber ein Rudi Assauer wird immer verbunden bleiben mit FC Schalke 04. Das kann keiner aus der Welt kriegen. Rudi Assauer ist und bleibt Schalke, glaub mir.